Ganz herzlich willkommen zu Plenum TV hier bei OTV. Die bayerischen Kommunalwahlen sind erfolgt. Entscheidende Stichwahlen stehen noch unmittelbar bevor. Doch schon jetzt sehen sich alle Fraktionen in ihrer parlamentarischen Arbeit bestätigt. Jeder fühlt sich kommunal gesehen als Gewinner. Auch wenn zum Beispiel das Rennen um die Landeshauptstadt noch völlig offen ist. Die CSU hat die Kommunalwahl mit klarem Vorsprung gewonnen. Wir haben bayernweit rund 40%. In den Regionen sieht es natürlich unterschiedlich aus. Wir haben beispielsweise in der nördlichen Oberpfalz mit dem Andi Meier einen neuen Landrat im Landkreis Neustadt, der mit 63% gewählt ist. Ich denke, die Gewinne sind die kleineren Parteien und Wählergruppierungen, weil dadurch, dass jetzt überall nach Hare Niemeyer ausgezählt wird, haben diese Gruppierungen und Parteien doch ein deutlich größeres Gewicht in den Kommunalparlamenten. Keine Frage, die Beziehungen zwischen Bayern und Russland sind in vielen Jahrhunderten gewachsen. Eine ganze Reihe bayerischer Herzoginnen heiratete ein ins russische Zarenhaus. Und heute sind Engineering, Anlagenbau oder technische Produkte made in Bavaria in Russland sehr geschätzt. Erst im vergangenen Jahr wurde der Wirtschaftsclub Bayern-Russland gegründet. Und nun der Beginn einer politischen Eiszeit. Der Westen reagiert auf die Krim-Krise mit Sanktionen in Richtung Russland. Wie hoch ist der Schaden für die bayerische Wirtschaft? Zwischen Bayern und Russland sehr starke Wirtschaftsverflechtungen. Und von daher gilt es sorgfältig zu überlegen, ob eine rein symbolische Aktion wie Sanktionen nicht dazu führt, dass diese starken Verflechtungen sehr leiden und damit auch der deutschen Wirtschaft und vor allen Dingen der bayerischen großen Schaden zufügen. Wir sehen alle die Entwicklung in der Ukraine mit großer Sorge. Die Menschen kämpfen für ihre Demokratie, für Menschenrechte. Und die staatliche Souveränität der Ukraine muss auch unangetastet bleiben. Ich hoffe, dass es hier zu diplomatischen Lösungen kommt. Denn Sanktionen werden immer auch natürlich die deutsche, die bayerische Wirtschaft treffen. Das gefährdet Arbeitsplätze, Umsätze. Deshalb ist es wichtig, dass wir hier zu diplomatischen Lösungen kommen. Das war's von Plenum TV mit den aktuellen Themen und Meinungen aus dem Münchner Maximilianeum hier bei OTV.